Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Part. Am Sonntag ist es leider nichts mehr geworden, da ich nicht wirklich euch viel zeigen konnte. Aber jetzt gibt es hier den neuen Part. Ihr seht, ich habe ein paar neue Münzen wieder, denn ich habe noch zwei Spiele gekauft und meine Mannschaft jetzt erstellt. Und zwar seht ihr die hier. Ich habe den Adler, habe ich glaube ich nicht da mehr drin. Ne, den habe ich nämlich gekauft. Und hier, den guten Kalu, den hat mir der Henrik empfohlen, weil der auch gar nicht mal so schlecht ist, gerade für den Start. 83, 77, 83, jetzt Tempo, Schießen, Dribbling ist schon nicht schlecht. Hab gar nicht wirklich mitbekommen, irgendwie, so wirklich, dass er gewechselt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Hertha. Aber nun gut, den Adler habe ich mir auch ergattert, weil ich denke, ich glaube, wie viel 1900 habe ich bezahlt? Ich hoffe und denke eigentlich, dass er noch im Wert steigen wird, dass ich also da ein bisschen Vorteil aus dem Traden ziehen kann. Hoffe ich mal zumindest. Ja, das ist mein Bundesliga-Team jetziger Stand. Und ich habe jetzt Sonntag 500 Münzen nochmal oder Samstag glaube ich auch, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Sonntag glaube ich auch 500 Münzen Tagesgeschenk bekommen. Und jetzt gestern sogar, beziehungsweise heute, jetzt Montagabend, wo ich das hier gerade aufnehme, habe ich nochmal 1000 Münzen jetzt gerade bekommen als Tagesgeschenk. Jetzt haben wir 2400 Münzen, ja 2453, um es genau zu nehmen. Und ich habe mir ein paar FIFA Points mal gegönnt. Und da werden wir jetzt 4 Packs ziehen. Also wir kommen zu diesem Pack Opening, wie auch schon angekündigt, falls ihr es vielleicht bei Facebook gesehen habt. So. Jetzt werde ich also 4 dieser, ja, 7500er bzw. 150 FIFA Point Sets ziehen, das heißt 12 Objekte, 10 goldene und 3 seltene und hoffentlich bekommen wir was Gutes. Ja, die Animation ist zwar schön, aber ich klicke gerne das lieber weg, weil sonst obwohl, ach komm, scheiß drauf, oder? Ach, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Eieieiei. Peter, ey, der Peter sieht aber fresh aus, bisschen, ne, muss man sagen. Okay. Guck mal, sogar für ein ZOM nochmal. Ja, nicht schlecht, ey. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Verträge nehmen wir auch sehr gerne mit. Oh, hier ein Chemiestil, Gladiator. Auch nicht schlecht. Fitnesskarten ist. Ja, Fitnesskarten halt, ne. Ich würde sagen, den packe ich erstmal auf die Transferliste. Und die anderen packe ich alle zum Verein. Obwohl, den einen hätte ich wegkommen können, aber egal. Hä? Ach so, war das... Ah, guck mal hier. Dann packe ich erstmal auch auf die Transferliste, ja. Dann wollen wir mal das nächste Pack ziehen. Diesmal mit Eden Hazard drauf. Yo, Eden, sag ich schon. Ist doch eigentlich... Obwohl, der... Ja, ist doch egal, komm. Zieh das Pack jetzt. Und dieses Mal haben wir... Ah, okay. Barclay, okay, ich hab mit einem anderen gerechnet. Ich weiß zwar nicht mit wem, aber... ich dachte, dass jemand... Hat, aber ja, die hat nur 75, krass. Okay, und wieder ein Chemiestil. Kriegt man jedes Mal ein? Oh, Trikots, brauche ich nicht. Weg damit. Ich alle auf der Transferliste eigentlich. Ja, klar. Ich weiß nicht, kauft das jemand? Ich hau es erstmal auf die Liste einfach. Genau wie das Ding. Und genau wie das Ding. Die Arena. Den Kram nehme ich einfach alles mal mit. So, guck mal, wie schnell das geht. Wie schnell das geht hier. Zack, und schon sind wir beim dritten Pack und auch mit dem vorletzten. Ja, das ist der vorletzte Pack schon hier. Ich bin gespannt. Ah, nee. Hätte wenigstens der Bayern Rafinha sein können. Das wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen. Ah, Kaderfitness sieht jetzt so aus. Okay. Ja, top. Kaderfitness ist nie schlecht. 2 Stück sogar gleich. Und eine plus 4 Verletzung. Auch nicht schlecht. Ein paar Pushkarten hier. Okay. Oh, der Ball sieht irgendwie cool aus. Ach so, kann man ja noch nichts machen, Moment. Wo ist der Ball denn jetzt? Ey, den Ball, den aktivieren wir einfach gleich mal. So, die packen wir alle auf die Liste. Was sollen wir denn mit denen, ne?
Den Rest nehmen wir natürlich mit. So, zack, schon das letzte Pack. Ey, das geht doch ruckzuck. Ne, ich möchte Messi auf meinem Pack haben. Ich möchte... Wird nichts, ne? Ich möchte einmal bitte ein Messi auf meinem Pack haben. Ich möchte Messi auf meinem Pack haben. Oh, Alaba. Einen Alaba nehmen wir auch mit. Wenn da ein Alaba noch drin wäre, wäre es natürlich auch nicht schlecht, ne? Ist klar. Okay, letztes Pack. Letztes Pack. Komm, komm, bitte. Naja, Packluck. Obwohl, was, wo war das? Wie viel? Ja, 2000 Münzen. Ja, gut. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ne, das ist natürlich nicht schlecht. Oh, guck mal hier, vom Besiktaschenspieler. Packen wir trotzdem alles auf die Liste. Und hier ein paar glänzende Verträge natürlich. Candeas oder so. Ja, nehmen wir mit. Also auf die Liste. So. Russland auswärts. Gut, das wird vielleicht bei russischen Mitbürgern beliebt sein. Ja, das kann natürlich sein. So, den nehmen wir einfach mal mit. Und das war's auch schon. Das war's. Ja, und jetzt werden wir aber mal gucken, ob wir für das Geld noch ein bisschen unser Bundesliga-Team hier ein bisschen aufpeppen können. Ich meine, wir haben ja jetzt... guck mal, zack. Wo ist denn... Nein, ZOM brauchen wir einfach. Das ist ja erstmal nicht so wichtig, beziehungsweise wir machen erstmal beliebig. Sehen wir, Kiyotake haben wir ja noch. Ich glaube, als einziges noch aus der Bundesliga, ne? Weil wir den jetzt gezogen hatten. Warum habe ich noch so viele? Achso, das sind die nicht tauschbaren Objekte. Die im Anfangspack waren. Nur Kiyotake, den nehmen wir mit. Wir lassen den einfach erstmal hier. Und ja, jetzt können wir nochmal, genau, was wir nochmal angucken können, einfach, habe ich auch noch nicht gezeigt, diese Konzeptspieler, habe ich das schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht, aber ich kann hier gar keinen Text eingeben, cool, dann mache ich einfach so und guck mal, siehst du, Schweini, oh, passt der sogar, weil ich hier Bundesliga noch ausgewählt habe, da könnte ich zum Beispiel den Schweini aufstellen und dann würde ich hier sehen, wie fungiert das, oder was heißt fungiert, nicht fungiert, aber wie, läuft das denn mit der Chemie und kann ich mir angucken, okay, er hat 10 Chemie, guck mal, die haben alle nur, warum haben die alle 9, er 10? Liegt das daran, dass er ein Konzeptspieler ist? Ich weiß es nicht. Nee, dürfte er nicht, ne? Nee, wollte gerade sagen, das wäre Schwachsinn. Dann würde ich ja nicht sehen, wie seine Chemie sich auswirkt irgendwie oder so. Naja. Ist ja auch egal. Den entfernen wir mal wieder. Ach ja, und guck mal, einen Manager haben wir bestimmt schon mal einen, oder? Ja, dann nehmen wir erstmal den einfach, damit wir überhaupt mal einen Manager drin haben. Und gucken einfach mal auf den Transfermarkt jetzt. Ja, wir gucken natürlich erstmal einfach mal nach Bundesliga. Und ich würde sagen, was brauchen wir denn noch? Außenverteidiger? Brauchen wir noch? Einen Innenverteidiger und einen ZM erstmal. Okay, dann gucke ich erstmal nach... Hallo? Oh, nee, ne? Leute. Das kann es nicht sein. Warum kackt das hier so ab? Hallo? Ah, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ja, das heißt, lustigerweise nimmt er sogar doppelt auf, sehe ich gerade, weil ich zwei Aufnahmeprogramme auf habe. Lustig. Ja, mal gucken, was jetzt hier los ist und ja, ich mache einen kleinen Cut, weil das ja abgekackt ist. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und jetzt, wie gesagt, einmal hier refreshed die Seite, den Tab hier. Und jetzt wollen wir auf den Transfermarkt und zwar Bundesliga, ist ja klar. Und was habe ich gesagt, Außenverteidiger, Innenverteidiger und ein ZM, wir gucken einfach mal. Mittelfeldspieler stumpf nach, beziehungsweise, ja, wir gucken einfach mal nach Mittelfeldspielern in der Bundesliga. Moment, ein bisschen eingrenzen hier natürlich. Aber wie viel? Ich sage erstmal so viel, zack, 200, also dass wir auch nur sofort Kaufobjekte finden. Okay, da gibt es natürlich schon ein paar Leute hier. Mein Bender ist eigentlich immer ein guter Typ zum Start. Stabil nach hinten, 81 Def.
Ja, gut, ist eigentlich quasi schon ein ZDM, ne? Kann auch dribbeln, kann ganz gut passen. 81 Füße ist schon echt nicht schlecht. 68 Tempo ist auch voll okay. Ja, Virenia. Oh, Virenia. Hat der ein Dribbling zugewonnen? Ach, so ist ein RM, klar, aber. Gyudake haben wir ja schon. Mit dem werden wir, denke ich, auch erstmal vorlieb nehmen. Oder? Ich weiß nicht. Naja. Wir schauen dann mal. Wir schauen mal. So. Gibt's hier. Also, zu viele Flügelspieler sind natürlich jetzt dabei. Wir filtern einfach mal nach ZMs. Die Frage, was suchen wir? Wir müssen natürlich. Was? 67 nur? Na gut, ist halt noch ein junger Spieler so, aber 7. Ja, weiß ich nicht. Naja. Ist ein Silberspieler. Salovic. Ist echt langsam, der Junge. Jovic ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht verkehrt. Dann mal natürlich gucken, dass wir einen eher defensiv ausgerichteten und einen eher offensiv ausgerichteten beim 4-4-2 haben. Würde ich jetzt mal sagen, ja? Ja, kann okay dribbeln, ganz gut passen, aber ich weiß ja nicht. Salovic ist einfach zu langsam. Rudi, Mann. Wir können, also, ich sag, wir erhöhen das mal kurz ein bisschen und schauen dann nochmal. Ja, Bender sieht man da auch. Gentner und Bender sieht man ziemlich oft. Salovic ist auch ziemlich oft da. Also, da gibt es ja auch mehrmals Heuberg. Schaka ist auch so oft. Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Einfach nach. Ach, ja, Außenverteidiger ist relativ mau eigentlich. Das ist Trash schon eigentlich, würde ich sagen, in dem Bereich gar nicht so eine schlechte Wahl. Jung. Ja. Weil der Trash natürlich noch ein Tick besser ist. Rafinha gibt es natürlich auch noch. Ich würde sagen. Schnappen uns einfach erstmal den guten. Nee, nicht den, der ist mir zu teuer. Schnappen uns einfach diesen Trash mal. Können hier leider keinen Preisvergleich machen und ich hau den jetzt einfach mal. Ich hau den jetzt, ich schnapp mir den jetzt. So, hau ich in die Mannschaft rein. Zurück zum Transfermarkt, gucken wir mal nach Linksverteidiger. Ich mache das jetzt hier relativ rabiat und schnell irgendwie, aber ja, ich. Das passt schon. Schäfer. Ogo. Ogo ist eigentlich eine sehr gute Wahl. Für den Anfang, für so das erste Team. Ach, Schmelzer. Naja, Schmelzer. Hallo, Schmelzer. Top in, top. Relativ schnell. Also echt ganz gut sogar. 79 Def ist voll gut. 78 Physis ist auch echt gut. Fuchs hätten wir noch. Naja. Ja doch, dann würde ich sagen. Gucken wir mal, dass wir hier einen günstigen Schmelle kriegen. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. Herr Wörsker Wendt. Ah, der ist natürlich schnell, aber. Außenverteidigung muss echt schnell sein. Nee. Also ich würde sagen, wenn denn Aogo oder Schmelle. Und wir gucken jetzt einfach nochmal nach Schmelle, da wir hier keine Namen geben können, Vollbild, und ich keinen Bock habe auf den Cut hin und her. Pipapo. Gucken wir einfach mal, dass wir hier Schmelze rausfiltern. Geht ja ganz schnell. Zack, zack. Nein, nicht Gladbach, verdammt. Dortmund. Ah, der ist immer so teuer, ne? Unter 1700 kriegt man den einfach nicht. Komm, dann nehmen wir den jetzt mit. Fuck, aber was soll's, ne? Was soll's? Na.
Alter, ich dachte schon, ich hab den schon gehabt. Nein, nein. Das nicht. So. Schmelzer gehört natürlich hier hin. So, Innenverteidiger und ZM. Jetzt haben wir nur nach 1600 schon wieder, ne? Das ist... Nein. Leute, ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Was soll diese Scheiße? Also, noch ein Cut. Bis gleich. So, liebe Freunde, nun sehen wir uns hier zum dritten Mal wieder oder hören uns zum dritten Mal wieder. Und nun wollen wir weiter gucken und ich hoffe, dass es nicht wieder abkackt. So, erneut muss ich natürlich alles wieder reinstellen. Bundesliga, für mich sind nichts. Position im Verteidiger schauen wir uns jetzt mal an. Maximal 1600, weil mehr haben wir auch nicht mehr. Obwohl wir noch eigentlich ein ZM bräuchten. Also ich glaube, wir können auch nicht... Duplus ist auch nicht verkehrt. Nicht ganz, also ist okay, 67. 77 Def und 84 Physis ist natürlich stark. Beziehungsweise merken wir uns den noch gar nicht mal vor. Sofortkauf 600, ey. Eigentlich, warum nicht? Warum denn nicht? Hier, von der Physis her kann ich keine mithalten. Okay, Toprak ist... um einiges schneller und hat mehr Def, aber Physis ist dann nicht so toll. Ich glaube, wir probieren es einfach erstmal mit Papadopoulos, oder? Ja, Matip. Weißt du was? Def und Physiswert sind top. Tempo ist okay. Ich meine, er ist Innenverteidiger. Ich denke, 500 Münzen, da können wir nicht so viel falsch machen. Die nehmen wir erstmal. Zack, ab in eine aktive Mannschaft. Schauen wir uns das Ganze jetzt schon mal an hier kurz. Obwohl das ist egal. Lassen das erstmal hier so stehen. Und gucken mal, ob wir jetzt noch ein ZM finden. Dann haben wir schon mal die erste Elf quasi komplett. Ja. Und wir müssen natürlich wieder einen Cut machen. Und ich zerstöre diese scheiß Web-App gleich, ja? Bis gleich. So, liebe Freunde, jetzt sehen wir uns hier zum vierten Mal in diesem Video oder hören uns zum vierten Mal wieder. Weil diese Kack-Web-App irgendwie immer abkackt. Und leider muss ich immer den Vorbildmodus beenden, hin und her, bla bla bla. Alles kacke. Deswegen ist zwar schon gut, hier immer eine Web-App ein bisschen was aufzunehmen, aber ich glaube, zwei Parts reichen denn auch, wenn das immer abkackt. Denn... wir haben ja schon, wenn ihr das seht, Dienstag frühestens. Das heißt, in zwei Tagen ist ja FIFA-Release. Also wird dann aus FIFA aufgenommen. So, und nun schauen wir. Boah, ich darf nicht auf aktive Mannschaft gehen. Es war immer, wenn ich auf aktive Mannschaft gegangen bin. Ich habe hier noch ein paar Leute verkauft vom Pack, von dem Pack-Opening quasi. Und habe jetzt wieder ein paar Münzen mehr. Und da werden noch ein paar andere verkauft für wenig Münzen. Ja, auch teilweise. Ist ja scheiße, warum sage ich das so, aber damit die halt schnell weggehen und ich denke, oh, guck mal, und da kommen eh nicht so viel Erlös raus, weil das eh nicht die heftigste Spieler waren. Was mache ich hier? Ich wollte einfach in den Transfermarkt und wollte nach einem ZM nochmal gucken, ne? Oh, scheiße, ich darf jetzt nicht wieder zurückgehen. Warte mal, ZM? Ja, ich habe den Papadopoulos haben wir, die wir haben Schmelzer und Trash, glaube ich, oder so. War das so? Und Kyotake und ich glaube ZM war das. Scheiß drauf. Ich habe ein paar Münzen und wir brauchen ja auch noch Auswechsel. Also wird es nicht so schlimm sein. Und naja, Bundesliga. Wir gucken nach einem ZM. Wir haben jetzt wieder ein paar mehr Münzen und sage ich mal, ich gucke jetzt einfach mal mies nach Max 2000. Mal schauen, was wir da auch nicht so krasse Leute irgendwie, ne? Scheiße, ich würde jetzt gerne gucken, ob das wirklich ZM war. Ich bin mir halt echt nicht sicher. Aber, dann kackt es wahrscheinlich wieder ab. Scheiße, hätte ich mal vorher machen sollen. Ich Idiot. Ja. Aber da findet man ja auch nichts. Ich will nicht mehr ausgeben. Just, egal. Was? Hegeler und Shahin sind eigentlich immer so... naja, zumindest die... Ram of Focus. Oh, ich weiß nicht. I don't know.
Ich weiß es nicht. Nee, ehrlich, also da gibt es echt keine miesen Facker auf jeden Fall. Ich finde, Jovic ist da eigentlich schon, würde ich eigentlich sagen, schon der Beste, oder? Vor allem so komplett, so. Mehr oder weniger hat er alles ganz gut, so. Wie viel Dribbling hat denn Jovic? Hallo? Hallo? Achso, hier. Siehst du? Ach komm, wir nehmen den einfach auch nochmal mit. Und gucken jetzt einfach noch. Einfach nochmal Spaß nach Stürmern und dann nochmal nach Innenverteidigern, würde ich sagen. Einfach auch Spaß an der Freude. Wobei ich Stürmer. Kiesling. Komm, wir nehmen, glaube ich, Helmes nochmal mit als Auswechsel, weil der auch nicht schlecht ist, ja. Und dann gucken wir nochmal. Hat voll gar kein System, was ich hier mache. Einfach irgendwelche Leute kaufen, so. Aber scheiß drauf. Aber so viel Geld haben wir gar nicht mehr. Münzen. Aber egal. Wir gucken nochmal. Na du. Der Tipp ist auch nicht schlecht. Hövedes ist echt auch ein mieser Typ auf jeden Fall. 83 Dev, 78 Physis. Plus ist der halt nicht der allerschnellste. Obwohl, ich glaube, mein Hummels hatte auch immer, war auch nie schneller, den ich jetzt halt noch in FIFA 14 habe. Deswegen würde ich schon eigentlich fast sagen, nehme einfach mal einen Hövedes mit, oder? Ich gucke nochmal nach Schalke explizit, zack, zack. Dann werden Matip und Hövedes hier wohl sein. Matip ist natürlich schneller, aber ich weiß nicht. Matip ist halt echt schneller, so. Um einiges, um 8 Punkte schneller. Ich meine, er hat 3 weniger Def und nochmal 3 weniger Physis. Aber ist dafür um 8 schneller. Weißt du was? Hilfe, das können wir immer nochmal snacken. Wir snacken uns jetzt den, obwohl, nicht zu feierlich. 2400. Philippe Santana ist da ja auch noch. Nein, wir nehmen Santana auf jeden Fall, denn er ist nochmal schneller. Und hauptsächlich Dev hat der auch einen guten Wert auf jeden Fall. Ist natürlich auch gut teurer. Aber ich weiß nicht, ob wir den danach sogar noch teurer verkaufen können nach Release. Ich werde auf jeden Fall sagen, wir nehmen uns einfach den Santana hier mit. Komm, ist zwar nicht Jules Santana, aber ist Philipp Santana. Nein, Spaß. Zack, in die aktive Mannschaft. Und die nehmen wir auch mit. Zack. Ey, bitte nicht abkacken, komm. Oh, zack. So, und jetzt zack, haben wir nur noch ein paar Münzen übrig. Haben schon mal einen Ersatz, einen Sturmersatz und haben so und so. Und dann Abraham ist auch nicht schlecht. Naja, aber guck mal, das einzige. Naja, es sind Innenverteidiger, ne? Ja, die wichtigen Punkte hatte Abraham, also was so Tempo und Def und Physis angeht, so, okay, das Physis Abraham ein bisschen besser. Wie sieht's hier aus? Ah, Papa, du, warte mal. Ja. Und hier, Papa, du bist halt sehr stark, so. Und da scheiße ich auf den Pace, weil wenn man sich echt mal anguckt, 84, 77 und 84 und Abraham hat 77 und 78. Komm, wir machen das einfach mal so. Wir können ja rotieren. Zack. So, und da steht unsere erste Elf schon. Und wir haben sogar zwei Auswechselspieler schon. 100 Chemie noch nicht ganz. Wo ich das nicht ganz verstehe, da ist doch alles Bundesligaspieler sind. Alle aus der gleichen Liga. Da sollte doch die Chemie trotzdem auf 100 eigentlich sein, oder? Naja, wegen dem Manager natürlich.
Also Manager werden wir mit meinen 300 Münzen, 373 Münzen nicht mehr kriegen. Aber egal. So, das war's jetzt erstmal. Das ist unsere erste Elf erstmal. Ich finde, die sieht gar nicht mal ganz schlecht aus. Und dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, Donnerstag ist FIFA Release. Dann spätestens, weil ich habe es ja vorbestellt, werde ich meine Disc ja, bei mir im Briefkasten haben. Mein FIFA 15 Exemplar. Und ich weiß nicht, ob ich dann schon ein Part raushaue, da ich wahrscheinlich erst so um circa um 16 Uhr zu Hause sein werde. Und dann, ja, werde ich wohl das nicht mehr schaffen, ein Video rauszuhauen. Es ist zwar so, ich habe, wie gesagt, nochmal, es wird schon wieder so ein langer Part, ne? Das ist bestimmt schon über 20 Minuten locker, oder? Denk schon. Auf jeden Fall habe ich nochmal mit der EWE Rücksprache gehalten und er konnte, also die konnten das ja durchmessen und das heißt, es ist im sogenannten Technik-Check ja schon drin, das heißt, die können schon sehen, dass bei mir sogar im Grunde die vollen 50.000 ankommen würden, aber es kann halt noch nicht geschaltet werden, das kriegen die noch nicht im System rein und das wird jetzt hoffentlich die nächsten Tage eventuell, ja nicht eventuell, weil wir haben ja jetzt, wenn das rauskommt, Dienstag ein paar Stunden sowieso, ja, beziehungsweise wenn ihr es seht, sowieso schon, aber ich denke mal, das müsste jetzt die Tage endlich mal schaltbar sein und dann werde ich auch, denke ich mal, ab nächster Woche hoffentlich vielleicht schon eine 50.000er Leitung haben und dann kann ich auch tagsaktuell produzieren, wie ich es einfach schon will, wie ich es auch schon tausendmal gesagt habe. Aber ich denke mal, der nächste Part jetzt wird aus FIFA heraus dann wahrscheinlich erst am Freitag erscheinen. Also, bis dahin, halt die Ohren steif. Bis nochmal dahin. Haut rein. Peace.